Leute, es gab mal eben so mir nichts, dir nichts, ein richtig fettes Update für Team Deathmatch und die privaten Lobbys. Wir werden es alle feiern. Ein fettes Versprechen. Und die Season ist noch nicht mal 48 Stunden ein und schon wird auf die Kritik eingegangen und es wird sofort geändert. Das ist der absolute Wahnsinn, was wir jetzt auf jeden Fall in den privaten Lobbys machen können. Und ich sage euch gleich noch die Änderungen im Team Deathmatch-Modus, die ich auch sehr, sehr feiere, weil sich das alles sonst immer ein bisschen zu lang zieht. Vorher ganz wichtig, vergesst nicht, wer Bock auf 6700 Apex Coins hat, aktuell läuft die zweite von insgesamt drei Verlosungen. Ich werde am Freitag den zweiten Gewinner ziehen. Wer an diesem Giveaway, an dem zweiten Giveaway noch teilnehmen möchte, sollte das letzte Video sich reinziehen. Dort erkläre ich, was ihr zu machen habt. Und es gibt noch ein drittes Giveaway von 6700 Coins. Also vergesst nicht, dort mitzumachen. Der Andrang zum zweiten Video war tatsächlich deutlich geringer, weil es wahrscheinlich viele nicht mitbekommen haben. So, und jetzt möchte ich euch erzählen. Zum einen Team Deathmatch Änderungen. Es wird jetzt kein Best of 3 mehr geben. Richtig geil, weil teilweise ziehen sich Runden ganz schön lang. Wir starten nur noch eine einzige Runde und der Sieger ist der Sieger. Es gibt keine zweite und keine dritte Entscheidungsrunde. Statt 30 Kills brauchen wir für den Sieg 50 Kills. Reicht meiner Meinung nach. Zweite Änderung, es gibt ein Lieber Penalty, denn auch in Team Deathmatch fing es mit dem, ich sage mal, Alias Twitch TV Wraith Volkssport Quitten an ohne Ende und es wird eine Lieferstrafe geben, genau wie im Kontrollmodus, ich glaube von 2 Minuten. Die Änderungen müssten, glaube ich, auch schon aktiv sein. Und es war bis jetzt so, dass wenn ein komplettes gegnerisches Team gelieft hat, dass die Runde weiterlief, ohne dass du als Sieger gekürt wurdest. Du musstest tatsächlich warten, bis die Runde, die Zeit abgelaufen ist. Wurde ebenfalls geändert. Und jetzt haltet euch fest, private fucking Lobbys. Es ist geil. Es ist so geil. Wir können private Lobbys, Team Deathmatch, Waffenrennen, Kontrolle machen. Ab so. Fort und ich finde es ultra stark. Zum Release war nur Battle Royale aktiv. Aber Battle Royale übrigens ist tatsächlich Königsschlucht dabei. Finde ich richtig stark. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Team Deathmatch haben wir eben Schädelstadt, Party Crasher Habitat 4. Bei Gunrun haben wir Schädelstadt, Fragment Ost und die Mauer. Und bei Kontrolle haben wir Lava Siphon, Barometer und Caustics Anlage auf Kings Canyon. Leute, das ist einfach mal schon 2 Tage nach dem Start von Season 16 schon mal ein fettes Update, womit man doch arbeiten kann. Macht Bock auf mehr und ich denke, unser Wort findet endlich schneller Gehör, schneller Änderungen. Das ist doch eine feine Sache und es macht einfach Bock auf die Zukunft von Apex Legends. Ladies and Gentlemen, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Denkt an das Gewinnspiel auf YouTube und nur auf YouTube. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.